Okay, Wieselchen, mein Lieber, guten Abend und vielen lieben Dank für deinen Raid mit 8 wunderschönen Menschen. Hallöchen. Horizon Zero Dawn, ach guck, ja. Aloha, meine Lieben, aloha, Wieselchen. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Hallo Gunnar, guten Abend. Wieselchen, wie kam der Witz denn an? Der Feldhinswitz. Mitten in der Aufführung kippt die Schattenwand, hinter der ich sitze, um und zerbricht. Ich sitze dahinter ganz verdattert und werde gerade einen roten BH. Du hattest einen roten BH an? Er kam irgendwie gar nicht an, das kann ich aber gar nicht verstehen, ne? Und alle kein Humor. Wir machen mal den, wenn das geht, weil den können wir da nämlich auch was freischalten. Denn wir gehen da mal hin. Weil dann kriegen wir da auch wieder ein bisschen was frei. Aber ich habe jetzt eine neue Idee für eine tolle Erfindung. Ja, hau raus. Was für ein Witz, der Feldteenswitz, dass ich früher immer dachte, dass Feldteens Teenager sind mit Fell. Oder behaarte Teenager. Ich erfinde Kaugummi mit Kräutergeschmack. Ich nenne es Basilikum. Eieieiei. Hast du den auch schon auf der Arbeit erzählt? Ich würde fast meinen, der kam auch nicht so gut an. Der kam auch nicht an. Die haben auch keine Ahnung vielleicht, ne? Das kann sein. Vielleicht. Ich mag so einen Scheiß. Und nein, das war kein Witz. Was denkst du, wie ich mich gefühlt habe? Und das Publikum bekam sich gar nicht mehr ein. Er ist doch supi. Denn war auch der Tag eigentlich erfolgreich. Zwar auf deine Kosten, aber muss man irgendwie drüber stehen. Dachte immer, dass Witze über die Deutsche Bahn nicht ankommen. Ist richtig. Ist richtig. Töte den Henker, das machen wir doch da unten mal, ne? Wir versuchen es zumindest. Na klar, man kann schon mitfühlen, ne? Wenn wir da in dem Alter gesessen hätten. Ne? Das ist schon nicht witzig. Okay, die haben aber auch sehr hohe Levels. Ha. Ha, Arschlecken. So, ich kann sie nicht befreien, sorry. Ich hau wieder ab. Okay, ich will hier nur einmal lang, weil um alles freizukriegen hier, ne? So ein bisschen. Und dann müssen wir uns erstmal darauf vorbereiten, weil die sind schon ganz schön heftig. Ja, ich bin zu weit gegangen. Ist denn ein Misserfolg? Ist halt so, kann ich nicht ändern. Ist halt fehlgeschlagen. Darum würde ich mich doch jetzt erstmal nach Hause verpieseln wieder. Das ist so, ist das auch scheiße. Achso, geht nicht gerade. Jetzt. Ich habe irgendwie mit... Achso. Hallo Mario, mein Lieber. Grüß dich.
Okay, erstmal müssen wir aussortieren hier. Rein, rein, rein. Machen wir mal 4 Flaschen voll. So, muss ins Bett. Bis spätestens Donnerstag. Morgen um 3 Uhr ist die Nacht vorbei. Gunnar, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Naja, Wand geht kaputt. Du stehst mit einem roten BH. Ist schon nur komisch. Es ist schon komisch, ja. Das stimmt schon. Gibt aber auch welche, die ziehen sich auch privat rote BHs an, ne? Ah, wir müssen nochmal an die Kiste gleich ans Bett gehen. Okay. Das ist ja dann auch neu, ne? Das hatten wir auch noch nicht. Das bleibt hier für die Arbeiter. Das füllen wir mal auf 20. Holz kommt dort rein. Das ist schon full quasi. Das ist auch neu. Und das, dann haben wir da jetzt noch einen frei. Das ist ein bisschen wenig. Sandstein, Lachs, Buche. Birke, Pinie, Buche, Buche, okay, wir nehmen mal 50 Buche raus. Pinie, Pinie, wir nehmen mal 3 Pinie raus. Der bleibt dort, der bleibt auch dort. Den machen wir da mit drin. Der kommt hier hin. Verabschiede mich auch morgen, letzter Tag Schule, und Donnerstag streame ich mal bis 23 Uhr. Dir noch einen schönen Stream. Sachse, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich wünsche dir eine gute Nacht und schöne Ferien schon mal im Voraus. Okay. Good business to you. Ich hole mal 8 Salz. 8 Salz. Die Flasche von da drüben müssen wir hier noch mit reinpacken. Das bleibt hier. Die kommen raus. 8 Salz. Also 8 mal Rehfleisch quasi. 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack, zack. Was haben wir denn da? Das ist Honig, okay. Den brauchen wir auch für die Alchemie. Der müsste dann auch irgendwann rüber, wenn wir wieder ein bisschen mehr Platz drüben haben. Was ist das? Das ist auch für die Alchemie. Alchemie, alles Alchemie hier, okay. Das können wir nicht saufen. Bier können wir auf jeden Fall wegschnabulieren. Dann nehmen wir uns mal 5 von mit. Dann haben wir die auf Tasche. Oh. 10.000 Zuschauer, alle denken, ist eine Frau wegen des BHs, da kommt sein Gesicht ins Bild. Haha. Oh, ich hatte das aber schon sehr oft gehabt hier, dass irgendwelche Namen, durch irgendwelche Namen dachte ich, das ist eine Frau und dann war es aber ein Mann oder auch andersrum. Das kam auch schon sehr oft vor. Und dann aber auch wirklich erst noch 2 Wochen oder so, ne? Dann dachte ich, oh, war. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz das erste Ding an. Dann mache ich mir einen Kaffee. Gold. Dafür brauchen wir Palladium. Genau. Das schicken wir mal. Wir schicken da mal 5 von raus und davon 5 raus. Ups. Ups. Da ist Weberei, Schmelzofen, Schmied, Verwalten.
Da brauchen wir Eisenbarren für. Um dann auf gute Qualität bei Axt und sowas zu kommen. Das sind Schärfe 3. Da brauchen wir Eisenbarren für. Schmelzofen. Da brauchen wir Kalkstein für. 15 Kalkstein. Kupfer. Ich gucke gerade mal. Das war kein Kalkstein, das war Sandstein, ne? Das ist Sandstein und kein Kalkstein. Wir müssen vielleicht auch mal weiter hier runter. Hier unten hin, dass er uns das hier auch alles mal anzeigt. Das ist Marmor. Pyrit. Ist auch nicht so, ne, dass hier eins, der hat zum Beispiel eins Stein und der hat eins Kupfer. Eins ist einfach nur die Schärfe, die dafür benötigt wird. Kann aber auch sein, dass Kalkstein hier ist. Hier unten zeigt er nur Marmor an, sonst ist hier unten nichts bis jetzt. Waren auch noch nicht viel unterwegs dort. Okay. Standort Bergwerk. Ah, da steht so. Ach, okay, da steht die Region. Bensdale. Okay, warte. Da muss ich mal rausgehen hier. Okay, es ist hier irgendwo bei uns. Aber wo? Wo? Vielleicht hier irgendwo? Vielleicht sollten wir hier auch mal hingehen. Pyrit. Also er sagt, es ist hier bei uns in der Region. Ein sprödes Gestein mit weißem Farbton. Es ist ein wichtiges Rohmaterial für viele Bauwerke. Konstruktion, Bergwerk, meinst du, Gewicht 6. Okay. Und Eisen oder Stahlbarren, das sind Sachen, die bastelst du dann halt. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwo Eisen findest und das dann abbauen kannst. Okay. Dann schauen wir da gleich mal. So, und hier wäre das. Das wäre Marmor, das haben wir ja schon. Das kann man basteln, okay. Das wäre jetzt auch noch nicht so wichtig, sage ich mal. Ne? Das sind Eisenbarren, wie gesagt, das müssen wir dann basteln. Darum macht Schmelzofen definitiv am meisten Sinn, den erstmal zu upgraden. Und das hier auch, weil wir Palladium brauchen. Das wäre dann auch zum Basteln. Also wir brauchen die Blaupause für den Schmelzofen definitiv erstmal. Das macht am meisten Sinn. So, dann haben wir hier noch die Weberei. Das würde denn dann auch rauskommen. Dann können wir auch eine bessere Rüstung machen. Und Farbe. Ja, die kriegen wir beim Händler. Ne? Das ist so nicht das Problem. Das können wir direkt beim Händler kaufen. Hier bei uns. Also würde ich dann gleich, nachdem ich einen Kaffee gemacht habe, die Map noch mal ein bisschen erkunden, beziehungsweise unsere Region hier erkunden, wo wir da jetzt Kalkstein herbekommen. Ne? Ich gehe, bevor ich jetzt Kaffee mache, noch einmal kurz so durch mit der Maus, gucke mir die einzelnen nochmal. Hier könnte, nee, das ist ja außerhalb, okay. Hier vielleicht? Warte mal, wo ist denn hier? Da ist einer, da ist der andere. Da ist einer. Das ist. Wo waren das, wo denn halt ein Bergwerk war?
Da. Steinbruch. Das ist ein Steinbruch. Könnte vielleicht hier so die Ecke sein, ne? Also hier oben ist schon was frei. Hier oben waren wir auch schon mal. Bin ich der Meinung. Ich würde hier einfach mal hinlatschen. Beziehungsweise da. Da latschen wir jetzt gleich mal hin, nachdem ich mir einen Kaffee gemacht habe. Türmchen, trinkst du für mich Kaffee mit? Hab schon wieder keinen Kaffee. Oh weh. Du bekommst morgen früh erst Kaffee. Also, ich habe jetzt... Ich war heute einkaufen. Ich habe tatsächlich auch vergessen, heute Milch zu kaufen. Jetzt habe ich nur noch für einen Latte Macchiato Milch. Naja, den gibt es halt so wieder. Erstmal Kaffee für mich. Aber Kaffee ist schon wichtig. Wichtig. Ihr Lieben bei YouTube, bis gleich. Ich mache mir fix einen Kaffee. Oder bis zur nächsten Aufnahme. Folge. Aha. So, ihr Hübschen bei YouTube. Wir machen uns auf die Reise. Und ich wünsche Vaneta eine wunderschöne gute Nacht. Also so grob bis 0 Uhr. Nee. Das war schon beim Pool-Simulator schon wieder bodenlos lange. ich folge meinem Moped hier mal. Hier komme ich nicht hoch, wa? Ach, dass man wirklich nur an bestimmten Punkten springen kann. Schade. Tot. Oh, fast. Schade. Bin ich vom Berg gefallen? Jetzt saufe ich mir ein Bier rein. Und er ist wieder gesund. Naja. Also, liebe Kinder, ne? Das ist aber auch nur im Spiel der Fall, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Immer nur an diesen grünen Dingern kannst du klettern. Naja. Gut, wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Mal schauen, ob wir da irgendwie was Neues entdecken. Sandstein war es. Ne, Kalkstein. Sandstein kriegen wir ja. Kalkstein im Augenblick. Das wäre wichtig, gerade auch für die anderen Regionen jetzt. Wie viel Prozent haben wir jetzt bei uns hier? Wie viel Ruf? Da haben wir schon 60 Ruf, ne? Also wir müssen schon... Gut, wir können auch hier unten Missionen machen, ne? Das wären auch alles so Missionen oder Quests, die für uns gut wären. Aber es wäre trotzdem schon schön, wenn man andere Schmiede dann halt Eisen kriegt. Gerade weil wir auch noch eine Quest haben mit Eisen. So, ich muss aber mal an der Matratze horchen. Wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Aber auf jeden Fall auch schlafen, ne? Wie sich hier nicht nur an der Matratze horchen. Denn bis morgen wie geredert. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht, mein Lieber. Und wir riechen uns. Geredet sich schlimm, hat eher ein Rad ab. Darum habe ich auch so betont mit dem Gerät, weil ich wusste, dass da irgendwas kommt. Ich wusste, dass da was kommt. Die Florians, ne? Gute Nacht. Ich wünsche eine wunderschöne gute Nacht. Wir können aber auch... Nein, den können wir jetzt gar nicht mehr. Hier oben ist gar kein Punkt. Wir können aber... mal ins Lager da gehen bei denen. Mal gucken, was da so abgeht. Ah, das Schwert ist ja kaputt, ne? Wir müssen das Schwert nehmen. Siehst du, das habe ich vergessen. Das Schwert zu reparieren. Das müssen wir machen, wenn wir wieder zurückkommen. Macht jetzt richtig gut Damage, ne? Das ist natürlich sexy.
Wollen wir planschen gehen oder wie? Warte, ich hol eine Ente. Oha, 4 Stück. Lass mich weglaufen, wenn ich weglaufen will. Wow. Ich hätte da ein bisschen mehr Bock auf den Bogen, weil der einfach viel mehr Damage macht. Ring the bell. Wenigstens noch 2 Stück irgendwie wegkriegen von denen. Blute auf jeden Fall. Das ist gar nicht gut. Okay, jetzt blute ich nicht mehr. Oh, Alter, 100. Neben. Nein. Oh Mist. Ich weiß gar nicht, können die im Wasser rennen? Ich kann im Wasser nicht rennen. Ich sollte mal gucken, dass ich jemanden wegkriege. Oh nein. Den Zehner da, den müssten wir eigentlich bald. Das Gute ist, die schießen sich auch gegenseitig ab. Der ist weg, glaube ich. Ich glaube, der war weg. Hier vorne ist auch einer weg.